Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Snorada. Yes, er ist groß, er ist grün und immer noch wunderschön. Yes, der Pacific P16. Wir sind natürlich mit dem P16 unterwegs. Wir wollen nämlich heute Bohrturmlieferung machen. Wir müssen ein, ja, Ölbohrer ganz von Bahnhof in Land unter in Taimir nach Zimnigorsk zum Ölfeld bringen. Und ich habe mir gedacht, komm, den alten P16, den haben wir schon ewig nicht mehr mitgenommen. So, und wir lesen einmal kurz. Bohrturmlieferung. Ich habe einen dringenden Auftrag für dich. Wir sind 3 Tage hinter dem Zeitplan und ich kriege alle halbe Stunde einen Anruf von der Geschäftsführung. Wir müssen sofort einen Bohrturm an den Einsatzort bringen. Yes, das machen wir. So, und der Bohrturm ist, ja, beziehungsweise der Ölbohrer ist hier am Bahnhof. Ihr seht es ja. So, und wir laden auf in Ölbohrer. Yes, sehr schön. Da ist er. Haben wir schon mal gesehen. Haben wir schon mal transportiert. Und ich hatte letzte Folge gesagt, dass es 4 Plätze groß ist. Aber nee, das ist 5 Plätze groß. Genau. Und ja, was soll ich sagen? Ab dafür! Yes! Ich hab mir den, ich weiß gar nicht, was für ein Auflieger das ist. Breiter Schwerlastauflieger oder sowas. Irgendwie sowas. Den habe ich mir extra genommen, denn das ist der einzige. Das fängt ja schon gut an. Das ist der einzige, der 5 Plätze hat. Und der an einen hohen Sattel rangeht. Ja, der ist natürlich jetzt sehr breit, deswegen wird es vielleicht ein bisschen spannend. Ja, ganz nach Zimnigorsk zu fahren. Mann, Mann, Mann. Muss auch mal ein bisschen nach vorne gucken, wenn ich fahre. Und apropos nach vorne gucken. Was ist denn das da vorne? Das ist ja irgendwie so ein LKW mit langen Stämmen. Moment mal, müssen wir nicht auch lange Stämme nach Zimnigorsk bringen? Und, wollt mal, der sieht so ähnlich aus wie der P16. Yes! Denn es ist der. Ich switch mal eben kurz rein. Ah. Also die Hupe ist nicht ganz so imposant wie die vom P16, aber es ist der Pacific P12. Yes, den habe ich mir auch gegönnt. Und ich habe ihn natürlich wie den großen Bruder in schönem Grün gehalten. So, und ich habe mir nämlich gedacht, wenn wir jetzt sowieso schon langsam unterwegs sind mit einem, ja, Ölbohrer mit dem P16, da können wir auch gleich noch einen P12 hinterherziehen, oder? Yes! Mal gucken, wie das so wird. So, ich glaube, ich schalte mal hier kurz um. Genau, dahin und dahin. So. Motor war an. Machen wir jetzt wieder an. Genau. Handbremse los. Können wir schon mal ziehen. Yes. Ein bisschen näher dran. So. Und dann gib ihm mal. Das ist ein Konvoi hier. Mann, Mann, Mann. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappt. Aber ich denke mal, es sollte eigentlich klappen. Wir sind ja fast nur auf, ja, relativ breiten Wegen unterwegs. Und der P16 hat ja natürlich extrem viel Kraft. Der Anhänger, beziehungsweise der Auflieger hier mit dem Bohrkopf. Nein, nicht Bohrkopf. Doch, Bohrkopf. mit dem Ölbohrer, so. Sollte ja eigentlich kein Problem sein für ihn. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist der Sprit. Wir haben jetzt schon 263 Liter nur noch. Also wir haben schon 30 Liter verbraten. Und ja,
Da hinten der P12, der sollte das ja eigentlich auch easy hinkriegen mit den... Oh, 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 oh. Aber ich ziehe mal ein bisschen näher dran. Eigentlich sollte er es easy hinkriegen. Mit den langen Stämmen. So, jetzt ist nur die Frage, ob man da hängen bleibt irgendwo. Oh, das ist natürlich bei so einem extrem langen Gespann. Ist es natürlich sehr leicht möglich. So, ich weiß nicht, ob ich den da vielleicht noch näher dran ziehen sollte. Fast schon an den Anhänger dran, beziehungsweise an den Auflieger. Dass er wirklich direkt dahinter fährt. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz gut so. So, ansonsten müssen wir halt einfach nur dran denken, die Kurven ziemlich weit außen zu nehmen. So weit, wie es nur geht am besten. Und ansonsten, ey, dann schalten wir mal kurz einfach auf den P12. Und fahren den einmal kurz so ein bisschen. So, aber ich habe mir gedacht, komm, du musst mal wieder ein bisschen was Verrücktes machen hier. Und ich glaube, das ist jetzt der längste Konvoi, den wir hatten. Obwohl, wir hatten auch schon mal, was war das? Ein Pacer mit Holz, Holzanhänger und dahinter, was war das? White Western Star oder sowas? Oh, ich weiß es nicht mehr. Auch mit Holz und Holzanhänger. Also, das war natürlich auch ziemlich wild. Aber hier, das ist so ein... weiß ich nicht, Mammutkonvoi. mit dem P16. Einer der krassesten Trucks im Spiel, meiner Meinung nach. Ich finde den super. Ich mag den sehr, sehr gerne. So, jetzt da vorne... Der Stein. Der bricht uns das Bein, vielleicht. So, ich versuche ihn so ein bisschen zur Seite zu fahren. Genau. Sehr schön. Ja, obwohl eigentlich von der Länge her kommt das jetzt ungefähr hin mit dem Super Heavy Auflieger, oder? Den wir auch schon mal gefahren haben. Mit dem P16. In Michigan damals. Das war auch lustig. Mit den übergroßen Frachtcontainern. Zwei Stück an der Zahl. Alle auf einem Anhänger. Ich glaube, wenn es ein Video gibt von mir, was mich am besten beschreibt, es ist das Video. Würde ich sagen. Ein bisschen verrückte Ideen. Ein bisschen... Ja. Vielleicht auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen, aber... Ey, mit ein bisschen... Ja, Durchhaltevermögen hat es ja geklappt. Und, ehrlich gesagt, ich muss sagen, durch das Video und durch die Herausforderung immer wieder, habe ich viel in dem Spiel gelernt. Wie man am besten die Winde so ein bisschen benutzt, um den Anhänger so ein bisschen zur Seite zu ziehen, einfach mal. Was halt physikalisch nicht ganz so geil ist, beziehungsweise in echt nicht wirklich möglich wäre, mit einer Winde. Jawohl, es wäre schon möglich, aber nicht, wenn man die Winde an einen Baum befestigt. Wenn man da so ein extrem krasses, tonnenschweres Ding hinten drauf hat. Aber der Anhänger und so weiter, Auflieger. So, und wir versuchen hier mal uns zwischen den Bäumen lang zu schlängeln. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen komplizierter. Aber das klappt. Ja, gucke mal. Und der P12 bleibt direkt hinter dem Anhänger. So, wie ich mir das erhofft habe. So, 202 Liter haben wir noch.
Das Gute ist, wenn wir in Steinbruch sind, kommen wir an der Tankstelle vorbei. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, ob ich zwischendurch vielleicht noch irgendwie was zum Tanken hinstelle. Den Tatra, was ist das, 805, glaube ich, ne? Den kleinen oder sowas. Oder vielleicht auch den Step Crocodile mit Tankaufbau. Genau. Aber da habe ich mir gedacht, ach komm, wir kommen ja eigentlich an der Tankstelle vorbei. Da können wir theoretisch auch einmal kurz auftanken. So, und zur Not, ich weiß gar nicht, kann der P16 normale Tankanhänger ziehen? Bestimmt, oder? Können wir uns zur Not hier welche holen. Hier ist ja ein Anhängershop. So, aber eigentlich, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Wir sollten das eigentlich noch mit 186 Litern zur Tankstelle schaffen. Ist ja direkt hinter dem Portal. Na, Steinbruch. Und so weit ist es ja auch nicht mehr. Aber in der heutigen Folge auf jeden Fall. Ja, durchqueren wir drei Bereiche. Das ist halt auch krass. So, mal gucken, wie sich der P16 hier so schlägt. Aber keine Probleme. Ach Mann, der P16, das ist echt so einer. Ich weiß noch ganz genau, als ich den gefunden habe und gedacht habe, kein Allradantrieb. Hm. Naja, ich weiß nicht, ob der was taugt. Und ich würde sagen, das ist mit einer der stärksten Trucks im Spiel. Weil beide hinteren Achsen angetrieben sind. So, hier ist es natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Ich fahre mal hier so ein bisschen weiter außen rum. Oh, mal gucken, ob das hier was wird. Ach, den Baum kann man gar nicht umfahren. Ah, okay, das durchkreuzt meinen ganzen Plan. Ich dachte, den Baum kann man umfahren. Ah, so, warte, dann lassen wir hier erstmal locker. Okay, okay, okay. Komm, wir stellen den mal ordentlich hin. Genau, und wir wechseln jetzt einfach. Ach, schade, muss ich so machen. Zum P12. Da können wir auch gleich mal checken. 240 Liter hat er noch von 350. Also er hat 50 mehr im Tank eigentlich. Und wir können hier Allradantrieb anmachen. Differentialsperre ist auch immer an, übrigens. Und was mich gewundert hat, können nämlich nicht viele Trucks den Holzauflieger, die Front hinten drauf machen und noch den Holzverladekran. Also, das ist schon ziemlich krass. Der P12 also eigentlich schon ziemlich cool, um Holz zu transportieren, oder? Würde ich mal behaupten. So, wir wechseln jetzt den Truck nochmal. Wir gehen hier auf die Ansicht vom Auflieger. Und wir ballern hier wieder die Winde dran. So. Und dann fahren wir einfach nur geradeaus über die kleine Brücke da. Ach, guck dir das doch mal an, wie cool das aussieht. Die Pacific-Brüder. Sehr schön. Ach ja, hier wäre auch noch eine Tankstelle gewesen. Wollen wir vielleicht lieber hier tanken? Weil ich weiß, in Steinbruch, das ist da ein bisschen enger dann. Ja, komm. Ich glaube, mal gucken, schaffen wir das rückwärts zu fahren? Ja. So, den Baum können wir aber umnieten. So.
Und dann fahren wir hier einfach mal ein bisschen über die Panzerplatten. So, ich fahre mal ein bisschen weiter. Achso. Was ist denn hier? Umschalten. Die Aktion. So, genau. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter. Truck wechseln. Einmal voll tanken. Sehr, sehr gut. Truck wechseln. Die Binde wieder anbringen. Ja, sehr schön. Und gib ihm. So, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen geradeaus fahren. Ja, das ist kein Problem. Damit wir da nicht den P12 mit dem da irgendwo hängen bleiben. So. Da kommen wir noch dran vorbei. Komm. Ja, ganz kleines bisschen zurück. So. Knapp, aber. Oh, schaffen wir das mit dem P12? Yes. Sehr schön. Also, der Mammuttransport fährt immer weiter fort. Da drauf erstmal eine mächtige Hupe. Sehr schön. So, und ich fahre mal wieder einhändig lang. Denn bei mir gibt es wieder schönes heißes Wasser mit Zitrone und übrigens Geschichte zum Glas. Das ist ja auch so ein deutsches Meme, würde ich fast schon sagen. Das ist in jedem Haushalt ja dieses berüchtigte Senfglas gibt. Mit diesem kleinen Henkel und sowas. Ich glaube, waren die von Bautzner? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall immer dieses Senfglas, was dann leer gemacht wurde, natürlich irgendwann auch gegessen. Und dann als Glas umfunktioniert. Und das hier ist nämlich, also es war kein Senfglas, sondern eine Nuss-Nougat-Creme. Und ja, jetzt ist es halt ein Glas. Das finde ich immer so lustig. Das ist halt auch in eigentlich fast jedem deutschen Haushalt dieses Senfglas gibt. Beziehungsweise bei mir ist es ein Nuss-Nougat-Glas, das dann irgendwann leer ist. Und aber ich meine, warum ist da auch ein Henkel dran? Das ist dann ja schon prädestiniert dafür. So, hier dürfen wir nicht ganz so schnell werden, glaube ich. Aber wir doch schon ziemlich viel Masse haben hinter uns. Und ich will nicht, dass wir... dass die uns hier von der Straße schiebt. So, aber es klappt bis jetzt echt gut. Ich hatte mit mehr Schwierigkeiten gerechnet. Aber die kommen vielleicht jetzt gleich auch noch. Denn wir müssen auch gleich noch durch eine relativ enge Stelle in Steinbruch. Aber ja, wir sehen uns in Steinbruch. Yes! Uiuiui, wenn ich das schon sehe. Wir sind in Steinbruch und ja. Mal gucken, ob wir hier gut vorankommen. Hier ist es jetzt natürlich ein bisschen enger. So, deswegen würde ich, glaube ich, fast schon vorschlagen, wir fahren erstmal mit dem P16 hier so ein bisschen voraus. Genau, hier scheint ja so eine lange Gerade zu sein. Genau, hier vorne geht es dann zur Tankstelle. Eigentlich könnte man auch schon fast wieder auftanken, aber
Eigentlich auch nicht. Wir können auch, wenn wir in Zimnigorsk sind... Ach, Moment, ich fahre noch ein kleines bisschen weiter voraus. Weil ich würde gerne den P12 direkt dahinter platzieren. Auf der geraden Strecke. So. Genau. Da ist er, der P12. Ah, sieht schon ziemlich cool aus. Ah, ich mag den auch. Ich mag die Pacific Trucks. Genau, wenn wir in Zimnigorsk angekommen sind, kommen wir ja direkt bei uns an der Werkstatt vorbei. Da kann ich eben kurz mal den Tatra rausholen. Beziehungsweise, ich glaube, der steht auch eigentlich schon vorne an der Werkstatt. Und, dann tanken wir eben kurz mal auf damit. So, sehr schön. Dann, nein, den P16 nehmen. Motor an. Eben kurz, ups, falscher Knopf. Die Winde dran. So. Sehr schön. Leinen los. Ab dafür. Ich ziehe noch ein kleines bisschen näher dran. Sehr gut. So. Ist auch lustig, die Straße ist gerade mal so breit wie der Auflieger. So, und ich merke, dass der P12 dann ab und zu mal so ein bisschen gegen den Auflieger fährt. Vielleicht müssen wir den doch ein kleines bisschen lockerer lassen, aber im Moment scheint es gut zu gehen. So, hier fahren wir relativ weit außen rum. Ich hoffe, dass das ganz gut klappt hier mit dem P12. Vorsicht, das Schild! Aber kein Problem. So. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um die Engstelle da hinten bei dem Felssturz. Beziehungsweise, das war kein Felssturz, das war ja ein umgekippter, ja, was war das? Sendemast oder Radarturm, irgendwie sowas. Da wird das nochmal ein bisschen enger. Und ich weiß nicht, ob wir dann nicht vielleicht hier rechts fahren müssen. So ein bisschen außenrum. Aber ich versuche es natürlich erstmal an der Engstelle. Und oi, guckt euch das an. Ah, Gewässerüberquerung hier mit unserem Riesenkonvoi. Super cool. So, hier mal ein paar Pilze platt gemacht. Und hier müssen wir aufpassen auf die Baumstümpfe. So. Und genau das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass es ein bisschen wuselig wird hier für den P12 dahinter. Deswegen, ich glaube, den lassen wir da erstmal stehen. Und wir fahren hier sicherheitshalber erstmal nur mit dem P16 lang. Denn wir müssen hier sowieso ein bisschen drauf achten, dass wir nicht umkippen. Und da gut vorankommen, da vorbeikommen. So, und ich glaube, hier sollte das wieder kein Problem sein. Aber kurz wechseln. Handbremse los. Allradantrieb an. So. Da der große Stein. Der macht uns trotzdem nichts. Sehr schön. Ja, gucke mal. So, einmal kurz andocken. Beziehungsweise kurz vorher stehen bleiben. So, P12. P16. Einmal Motor starten. Winde anbringen. Schon wieder. Ja, komm, das mache ich diesmal mit der Maus. Geht ein bisschen schneller. So. Und. Ja. Gib ihm. Sehr gut. So, und ich hoffe, jetzt auf dem Weg nach Zimnigorsk passiert nichts mehr. Wir müssen hier nur ein bisschen auf die Kurven achten. Ist natürlich ein bisschen schwerer, weil es hier doch ein bisschen enger ist. Aber ich glaube, links und rechts von den Straßen haben wir eigentlich noch genug Platz, um ein bisschen manövrieren zu können. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch aufpassen, dass wir hier nicht
bisschen in den Abhang kommen. Aber der hat sich gut aus. Guck mal, der P16 hat die vorderen Räder so leicht in der Luft, glaube ich. Oder das ist einfach nur ein Anzeigefehler. Das kann natürlich auch sein. So, aber hier. Kein Problem. Hier durch die Pfütze. Oh. Ah, da hinten. Das Heck vom P12 war gerade ein bisschen. Ist ein bisschen abgedriftet von der Straße, aber zum Glück hat es ihn nicht umgerissen. Das ist gut. Weil der P12 ist auch relativ breit. Aber nicht ganz so krass wie der P16 natürlich. Der P16 ist ja echt fast, ja, unkippbar, würde ich behaupten. So, da wird es natürlich wieder ein bisschen enger mit den Kurven. Da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter außen fahren. Oh, das klappt einigermaßen. Hier müssen wir aufpassen. Da würde ich gerne wieder auf die Straße kommen, dass ich ein bisschen mehr Grip habe. Oh, 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 oh. Genau, denn dieser Auflieger, den wir haben, der ist sehr, sehr steif. Oh, und das macht mir da ein bisschen Sorgen, wie schief da der P12 ist. Ich glaube, ich lasse ihn da jetzt erstmal noch mal kurz stehen. Und wir fahren hier erstmal noch um die Kurve. Ach, guck mal, und da vorne ist direkt schon der Bereich. So, dann stelle ich mich hier schon mal in den Bereich. Und mach schon mal den Motor aus. Und dann holen wir den P12 hinterher. Okay, Allrad hatte er noch an. Na komm, dann fahren wir einfach rückwärts wieder auf die Straße drauf. Jawohl. Ich meine, wenn wir den selbst fahren, dann können wir auch ruhig wieder auf der Straße fahren. Wir können ja selbst lenken. Also, kein Problem. So, sehr schön. Mann, 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 Mann. So. Ja, Motor kann eigentlich aus. Wir wechseln den Truck. Machen die Winde dran. Achso, dann müssen wir den Motor wieder starten. Winde anbringen. Da nach da. Genau. Und wir fahren nach Zimnegorsk. Yes. Sehr gut. Die sind ineinander geklippt. Das heißt, dass beide mitgekommen sind. Ein wunderschönes blaues Etwas. So, Handbremse lösen. Da können wir auch losfahren. So, sehr schön. Und jetzt wird es ein bisschen funky. So. Guck mal, da vorne steht er doch schon. Der Tatra 805. Was auch immer. So. Kurz anhalten. Nachtanken. Vom Gepäckträger. Und von Tatra selbst. Können wir auch. Stimmt, das ist ja nur der Serviceaufbau, nicht der Tankaufbau. Ja, was soll's. Ist ja kein Problem. So. Und. Ja. Immer mal kurz noch einmal den Motor aus. Denn ich muss mal gucken. Der P12. Wo muss der hin? Hier zur Sägemühle. Ich weiß nämlich nicht, ob es nicht besser wäre, wenn wir mit dem hier lang fahren würden, durch die Stadt und dann zur Sägemühle. Macht, glaube ich, mehr Sinn, als dass wir den jetzt hier im Tandem hier durchfahren und dann zum Ölfeld. Ich glaube, das machen wir so. Dann fahren wir mit dem P16 erstmal weiter. Hier vorne bis zur Straße, beziehungsweise bis zum, ja doch, bis zur Straße. Ende der Straße hier.
bis wir dann nach rechts müssen, über den Fluss. Und dann fahren wir, glaube ich, erstmal den P12. So. Genau. Motor aus. So, Pacific P12. Na komm, wir fahren erstmal nochmal mit dem Tatra zum P12. Na komm. So. Jetzt ist Allrad an. Der Tatra ist auch super. So. Genau, dann tanken wir auch mal kurz nach. Yes. Ja, das war's. Dann berge ich den mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder beim P12. Weiter geht's. Yes, wir sind bei dem P12. Und ich habe mir eben kurz nochmal ein bisschen heißes Wasser gemacht und überlegt, wie wenden wir das Ding? Ah, machen wir ganz einfach. Wir fahren hier mal einfach bei uns auf den Hof. Naja, ganz einfach ist es vielleicht auch nicht. Denn... Okay. Achso, warte mal. Altradantrieb an. Yes. So. Ui. Okay. Krass. Komplett eingebuddelt da. Okay, so. Jetzt aber. Wie gesagt, ganz einfach ist es nicht. Denn der P12 ist relativ lang. Finde ich auch. Na, guck mal. Ja, doch schon ziemlich krass lang. Na, was soll's. Aber. So, wir fahren hier mal ein bisschen dumm-di-dumm, drumherum. Hier ist ein Anhängershop. Und da vorne müssen wir dann auch wieder... Okay, die habe ich nicht gesehen. Die Blätter. Achso, und ich habe übrigens nochmal auf morgens geschaltet. Genau. So. Genau, da einmal kurz reinfahren. In den Bereich. Dann werden wir einmal komplett repariert. Genau, und dann drehen wir hier unsere Runde. So. Ja, jetzt hier nur rauszufahren wird ein bisschen schwerer wieder. Würde ich mal behaupten. So. Guck mal, wir haben jetzt schon einfach nur 20 Liter verbraten. Uiuiuiui. Zum Glück habe ich den Tatra hier noch stehen. Komm, gib mal ein bisschen was ab. So. Hier sacken wir wieder komplett ein. Ja, das hatte ich auch schon mal gesagt. Hier diese Ausfahrt von der Werkstatt, die ist auch manchmal tricky. Also da kann man echt gut aufsetzen. So, und jetzt sind wir endlich richtig rum unterwegs. Und ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen. So, was haben wir denn eigentlich? Die drei Lastengänge, okay, okay. Aber bei diesen Spezialfahrzeugen weiß ich nie, wie das ist mit diesen optimiertes Getriebe und spezial getuntes Getriebe und keine Ahnung was, welche Gänge da dann immer mit drin sind. Bei den Scouts und bei den normalen Trucks ist es ja relativ easy. Kann man sich ganz gut merken. Aber hier gibt es ja auch diese optimiert Spezial und keine Ahnung was noch. So. Mal guck mal, ich mag den P12. Wahrscheinlich auch nur, weil der P16 so extrem gut ist. Und der P12 natürlich in derselben Familie ist. Die Pacific-Familie. Hab übrigens... Ist schon ein bisschen her. Aber bei Instagram bisschen durchgescrollt und da wurde mir ein Video vorgeschlagen von einem echten Pacific P16. Ich weiß nicht, ob der in echt auch P16 heißt. Ich glaube nicht. Oder
Eigentlich könnte ich es mir auch vorstellen. Ist ja eigentlich auch gar nicht so wild. So. Fahren wir. Ja, wir sind wahrscheinlich wieder auf so einen Stein aufgefahren oder sowas, ne? Ja, genau. Da war ein dicker Felsen. So, der Defender steht da übrigens noch. ja, so einen echten P16 gesehen. Und der hat auch lange Stämme transportiert. Und relativ enge Kurven. Irgendwo in Kanada. So einen Berg hinauf. So, was ist jetzt? Sind wir zu schwer? Oder ist das schon wieder irgendwo... Hängen wir wieder irgendwo oder sowas? Oder ist es einfach nur zu schwer? Ich glaube... Weiß ich gar nicht. Ja. Aber das war abgefahren, den mal so in so einen... Also so einen echten P16 zu sehen. Irgendwie mega cool. Und jetzt würde ich gerne mal einen davon fahren. Also in echt. Ey, sind die mega krass. Ich mag die echt gerne. Müssen ja eigentlich auch kanadische Trucks sein, glaube ich, ne? Weil da vorne... Vorne links sieht man es ja. Schöner roter Ahorn. Ist da drauf. Der kanadische Zuckerahorn, aus dem der Ahornsirup entnommen wird. Eigentlich auch lustig, dass man dann die Bäume anzapft und dann den Saft sozusagen von denen rauszieht. Der halt mit so ein bisschen Zucker und sowas versetzt ist und den dann ein bisschen runter reduziert, das Wasser rausholt. So, ich gehe mal im Lastengang. Der Differentialsperre ist ja immer an. Ja, guck mal, im Lastengang ist das hier schon wieder ein anderer Schnack. Sehr schön. So. Was halt auch lustig ist, ich weiß nicht, ob es das gibt. Also es gibt auf jeden Fall aus einer Birke kann man auch so ein Birkenwasser holen, was dann auch so ein leicht zuckriges Wasser ist. Genauso wie aus dem Zuckerahorn. Bestimmt nur nicht ganz so süß. Wäre mal interessant, ob es aus der Birke auch so eine Art Ahornsirup bzw. dann Birkensirup gibt. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das Birkenwasser gibt. Und das hatte ich mir auch mal geholt. Das war... Da war ich bei meinem Bruder in Koblenz. Und da waren wir in irgendeinem Laden. Ich weiß nicht mehr in welchem. Und da gab es auf jeden Fall so... verschiedene, ja, Spezialitäten aus aller Welt. Und das war wohl irgendwie so ein, ist anscheinend so ein russisches Ding irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Da waren auf jeden Fall auf der Verpackung so ein bisschen kyrillisch drauf. So, kyrillisch. So, aber wir sind jetzt endlich in der Stadt angekommen. Und wir gucken mal. 256 Liter haben wir noch. Und wir haben auch noch eine kleine Strecke vor uns. So, aber das Beckenwasser war auf jeden Fall lecker. Hat nur ganz leicht süß geschmeckt. Eigentlich kann man auch einfach Wasser trinken. Ist nicht ganz so teuer. Weil ich glaube, das waren, weiß nicht, was war das, 0,5 oder sowas für 2 Euro oder sowas. Also, muss nicht sein. So.
Wo fahren wir lang? Ich glaube hier einfach geradeaus über den Platz. Hier nach links. Und dann einfach geradeaus. So muck wie das. So, und ich glaube, diese Folge könnte auch... Es könnte eine XXL-Folge werden. Weil wir haben ja doch schon echt viel... Beziehungsweise, ja, viel gemacht haben wir nicht, aber wir haben lange gebraucht. Wenn wir auch mit den Pacific-Brüdern unterwegs sind. So, mal gucken, wie wir hier durch den Schlamm kommen. Ich ball einfach direkt durch. Ah, gucke mal. Wasser. Ah, das mag der P12 nicht so gern, wa? So, wir winden uns. Beziehungsweise ich mach mal die Winde. Ja, so. Ja, okay, das geht so. Wieso kann ich da nichts dran machen? Naja, gut, dann machen wir es so. Bin ich noch etwas zu weit weg? Wahrscheinlich. So, okay. Also bei dem P12 müssen wir auf jeden Fall auf Wasser achten. Ah, das hätte ich jetzt nicht so gedacht, weil er doch so extrem hoch ist. Und ich meine, diese zwei Filter, die er da hat an den Seiten, die sind ja auch relativ hoch. Wir waren ja gar nicht mal so weit im Wasser drin, dass die mit Wasser bedeckt sind, aber gut. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr viel Wasser vor uns. Eigentlich ist es nur noch Schlamm. Da sollten wir eigentlich durchkommen. So, die Strecke ist auf jeden Fall ja, extrem lang. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so lang fahren werde hier mit in dem Holztransport. So, hier müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht umkippen. Weil es doch schon ziemlich schräg ist. Aber... Jawoll! So, hier noch so ein Schlammloch durchgefahren. Yes! So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so mache. Sägemühle. Ha! Wir haben einen Renovierungsplan für die alte Sägemühle in Zimnogorsk. Dafür benötigen wir diverse Baumaterial und Ausrüstung. Kannst du sie uns unbeschadet liefern? Ja klar. Aber muss ich hier nicht sowieso Holz hinliefern? Moment. Angebot und Nachfrage? Ach, guck mal. Es gibt noch einen Auftrag. So, Wiederaufbau, das ist das. Transtimer, Testflug. Ja. Machen wir mal Verfolgung starten. So. Einen haben wir schon mal. Fehlen nur noch zwei. Und genau das ist nämlich das Ding. Puh, die Strecke ist ja schon ziemlich weit. Ich glaube, einmal könnte ich das noch machen. Und einmal mache ich vielleicht dann einmal off-camera oder sowas. Oder ich nehme das auf und lasse es dann schneller abspielen oder sowas. Irgendwie so. Irgendwie sowas machen wir. Aber jetzt schalten wir mal zum P16 zurück. Yes! Und da sind wir wieder mit dem großen grünen Monstrum. Also Handbremse lösen und wir versuchen ja, durchs Wasser zu fahren. Ich meine, zum Glück hat der P16 hier vorne dieses schöne Schiffchen. Yes, also einen schönen Schnorchelader. So, und wir gucken mal, ob uns das weiterhilft oder nicht. Oder ob wir vielleicht doch trotzdem untergehen.
Mal gucken, mal gucken. So, es geht auf jeden Fall langsam voran. Und es fängt auch noch an zu dicken. Das ist ja perfekt. So, ich versuche mal eben kurz mit der Winde, jawohl, da die Birke anzupeilen. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich gleich auch schon ein bisschen ziehen. Aber gucke mal. Sehr schön. Kein Wasserschaden. Aber ziehen müssen wir uns trotzdem. Mit der Winde. Ansonsten würden wir das, glaube ich, nicht schaffen. So. Ich gehe mal kurz in den Lastengang. Mal gucken, ob wir das dann irgendwie ein bisschen schaffen. Nein. So, das heißt, Handbremse rein. Mal gucken. Und Winde. Irgendwo. Ich glaube, das müsste der Baum sein, oder? Jawohl. Sehr schön. So. Also zum Glück haben wir hier Windenpunkte. Ansonsten hätten wir das vielleicht nicht geschafft. Oder höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Mit dem schweren Transport hier und mit dem P16. So, hier wird es auch nochmal ein bisschen lustig. Weil diese Kurve doch schon ziemlich eng ist. Und da vorne die Kurve ist auch nicht unbedingt besser. Und dann geht es auch noch bergauf. Und es ist schlammig. Und es regnet. Beste Voraussetzung. So. Mal gucken, mal gucken. Wie sieht das da aus? Ja, wir bleiben da natürlich an dem Felsen hängen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit der Winde spielen. Achso. Achso. Ja, wie das einfach gar nichts bringt, sondern wir ziehen nur den Ast immer näher. Oh, aber wir kommen jetzt so langsam drüber. Uiuiuiui. Nur nicht umkippen. So, ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen winden. Ich mach mal hier dran und ist das der Baum? Ist das ein Baum? Das ein Baum? Ich glaube, das ist ein Baum. Jawohl. Das ist einer. So. Okay. Jetzt können wir hier nämlich ein bisschen weiter außen fahren. So, das können wir loslassen. Na komm. Genau, schieb den großen Stein da ein bisschen beiseite. Und dann soll es hier weitergehen. So, jetzt hier nur nicht den Abhang runter. Genau, sehr schön. So. Und was ich mich frage, ob wir nicht hier einfach theoretisch geradeaus einfach durch die Natur können. Das wäre auch noch interessant. So, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr hoch. Lastengang an. Mal gucken. Jawohl. Der Lastengang, der gibt uns immer so ein kleines bisschen noch einen Vorteil. Den müssen wir ab und zu mal nutzen. Genauso wie die Winde. So, sehr schön. So, ich gehe mal in Lastengang Plus. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen mehr Speed. Vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Speed haben, kommen wir vielleicht ein bisschen schneller hier durch. Ja, gucke mal. Mann, Mann, Mann. Der Pacific P16. Das ist ein Monstrum. Aber auch das Monstrum hat seine Grenzen. So.
So, jetzt weiß ich nicht, ob es da vorne so ein bisschen zu schräg ist. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hä? Würde ich sagen. Das sagt auch jedes Kind. Reimen muss ich das. So, hier sind natürlich ein bisschen viele Steine. Das fällt mir auf, während ich hier reime. Reime und Steine. Steine. Sehr gut. Muss ich nicht immer auf Keime reimen. So, aber... So, was ist da jetzt das Problem? Ich glaube, die Steine, ne? So, ich zieh mal ein kleines bisschen mit der Winde. Ah, ist da irgendwie ein, hat sich da ein Stein verfangen? Oder ist es einfach nur wirklich so schwer? Ne, da ist nichts, ne? Vielleicht dazwischen irgendwo. Dann ist es wirklich einfach nur so schwer? Kann ich mir kaum vorstellen. Doch nicht für den P16. Im Lastengang. Da muss doch irgendwas zwischen sein oder sowas. Warte mal. Ja. Ich glaube, das ist ein Stein. Ja, kein Wunder. Das ist dann... Ja. Krass. Haben wir den mitgepflügt. Na gut. Dann versuchen wir den mal irgendwie loszuwerden. Ja, da ist er. Der dicke Felsen. Ich hoffe, dass wenn wir hier ein kleines bisschen zur Seite fahren... Jawohl! Guck mal, das geht doch gleich viel, viel einfacher. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt ist nur die Frage. Ah, ich glaube, wir müssen da... Ich würde am liebsten hier vorne rechts weiterfahren. Aber hier sind so viele Steine... Und es wird auch ein bisschen schräger. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier unsere Ladung verlieren. Oh, es wird wieder sehr, sehr schwer. Da haben wir wahrscheinlich wieder einen Stein mitgenommen. So, aber ich würde mal behaupten, das ist eine kleine Abkürzung hier zum Ölfeld. So, komm schon. So, hier ist noch ein großer Stein. Ich glaube, da fahren wir noch mal ein bisschen rückwärts. An dem Stein vorbei. Genau, den Baum, den können wir umfahren zum Glück. Sehr schön. Jawollo. Wenn das mal hier keine Abkürzung ist, dann weiß ich auch nicht. So. Haha, da sind wir beim Ölfeld. Yes, aber wir müssen noch mal kurz. Die Verfolgung starten, damit wir hier abgeben können. Yes, Ölbohrer. Sehr schön. Da ist es aufgebaut. Bohrung läuft. Bohrtonlieferung. Yes. Gut. Sehr gut. Die verlorene Zeit können wir zwar nicht wiederbringen, aber die Sache geht endlich weiter. Danke. Bitteschön. Yes. Mit dem P16 haben wir es geschafft, hier den Bohrer
zu liefern und wir haben die Ölbohrung, ja, unterstützt. Was soll ich sagen? Gestartet? Ja, wir haben es ja nicht gestartet, aber wir haben hier den Turm aufgebaut und ja, das soll es glaube ich erstmal gewesen sein für die Folge. Ist auch glaube ich lang genug. Vielleicht ist es eine XXL-Folge, ich weiß es nicht. Vielleicht auch knapp nicht. Aber egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar und ein Abo. Und ja, wenn ihr neu seid auf dem Channel, moin! Zieht euch auf jeden Fall noch das andere B16-Video rein. Ich mach das mal da oben in diesen komischen Info-Dings da rein. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Mal gucken, was ich da mache.